Hallo und herzlich willkommen hier live aus der reformierten Stadtkirche. Hier ist Harald Kluge aus Wien. Wir feiern heute Gottesdienst am 14. Februar 2021, auch zum Valentinstag. Und wir feiern diesen Gottesdienst und unser Leben und auch die Liebe im Namen Gottes, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Wieder einmal, wir nehmen ja weiterhin auf Facebook und YouTube die Gottesdienste vorab auf und Sie können diese dann wann auch immer anhören, aber wir haben natürlich seit dem 7. Februar nun auch schon die Gottesdienste live in der Kirche, können Sie gerne vorbeikommen am Sonntag um 10 Uhr. Heute geht es um die Liebe und in der Bibel steht die Liebe, also wer liebt oder wer geliebt wird, ja, da nimmt man alles auf sich. Man verliert nie den Glauben oder die Hoffnung. Und hält durch bis zum Ende, heißt es. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Ich hoffe, Sie sind gesund und munter. Und das heißt ja auch so viel wie Liebe macht gesund, Liebe hält munter, Liebe beschwingt und Liebe beruhigt. Und ein liebevoller Umgang miteinander, kann man sagen, ist nicht nur angesagt am Valentinstag, dem Tag der Liebe, fälschlicherweise ja oft als katholischer Gedenktag gesehen, aber seit 1969 ist er immerhin schon aus dem Kalender der katholischen Kirche gestrichen. Es ist ein einfacher Brauchtumstag. Nichtsdestotrotz, weltweit feiern Menschen entweder heute oder auch an anderen Tagen die Liebe zwischen uns Menschen. Die Liebe in den Familien, Liebe unter Freunden oder manchmal auch einfach nur die Liebe zu den Haustieren. Selbst in China, die gerade das Neujahrsfest feiern, auch hier einen herzlichen Gruß an alle Chinesen, Chinesinnen, die das feiern, da kennt man auch so einen Festtag der Liebe, genannt Qixi. Liebe tut uns also gut, an liebe Menschen zu denken, stärkt auch unser Immunsystem und nichts ist schlimmer, ja, als mit Lieblosigkeit konfrontiert zu sein. Also, hören wir auf die Bibel, hören wir auf das hohe Lied der Liebe, wo es im 1. Korintherbrief so schön zusammengefasst heißt, kurz und prägnant: Es bleiben uns Menschen Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Und die Liebe ist die größte unter ihnen. Hören wir also nicht auf, an die Liebe zu glauben, geben wir nicht auf, der Liebe eine Chance zu geben, diesem Lebensgefühl, ja, das unbeschreiblich ist. Lass uns gemeinsam beten. Gott, du beschenkst mich mit deiner Liebe an jedem neuen Tag. Schon beim Aufwachen, bei den ersten Strahlen der Sonne, und dann beim Anziehen und beim Frühstücken, da bin ich dir dankbar. Dankbar für das Bett, in dem ich ruhig und sicher schlafe, für die Decke, für die Heizung, die mich und meine Familie wärmt. Und ich danke dir für das Essen, für den Kaffee oder den Tee oder das Wasser, das mich erfrischt und am Leben erhält. Alle guten Gaben kommen von dir und das sind Zeichen deiner Liebe. Da wurde gepflanzt, da wurde geerntet, da wurde verarbeitet. Und da wurde das Essen dann auch geliefert, bis es auf den Tischen landet. Also, wenn mir jemand unterwegs begegnet, guter Gott, dann sehe ich, du beschenkst mich immer wieder mit deiner Liebe. Ganz einfach, wenn mir jemand ein Lächeln schenkt, ein gutes Wort oder einen freundlichen Blick. Gott, ich fühle mich geliebt, wenn mir jemand zuhört, wenn jemand versucht, mich zu verstehen, wenn ich versorgt bin und ausreichend habe, was ich brauche. Also Gott, du beschenkst mich mit deiner Liebe. Dafür sage ich dir Dankeschön und auch mit den Möglichkeiten, die du mir schenkst, mir selbst und anderen etwas Gutes zu tun. All das, Gott, sind Zeichen deiner Liebe. Und besonders dann in den Momenten und Phasen, wo ich Ruhe finden darf, die Füße hochlegen kann, mich zurücklehnen und in schönen Erinnerungen schwelgen, wenn ich einfach sicher und beschützt einschlafen darf. Gott, schenke uns Menschen auch weiterhin deine Liebe, selbst wenn wir sie nicht verdienen, wenn wir gehässig und verbissen unseren Vorteil suchen oder schon gar nicht mal mehr so recht glauben wollen, dass uns jemand liebt. Gott, schenke uns weiterhin deine Liebe, Menschen, die wir lieben können und die uns in Liebe verbunden sind. Amen. Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, die Liebe ist das Wichtigste, so hat Apostel Paulus im 1. Korintherbrief ja weit ausführlich geschrieben, im 13. Kapitel, da sagt er, die Liebe ist eigentlich die ja, beste Sprache zwischen Menschen. Er schreibt, wenn ich in den unterschiedlichsten Sprachen der Welt, ja sogar in der Sprache der Engel reden kann, aber ich habe keine Liebe,
so bin ich nur wie ein dröhnender Gong oder ein lärmendes Becken. Wenn ich in Gottes Auftrag prophetisch reden kann und alle Geheimnisse Gottes wüsste, ja, selbst seine Gedanken erkennen kann, und wenn ich einen Glauben habe, der Berge versetzt, aber ich habe keine Liebe, so bin ich nichts. Und selbst wenn ich all meinen Besitz an die Armen verschenke und für meinen Glauben das Leben opfere und ich habe keine Liebe, dann nützt es mir alles gar nichts. Die Liebe ist geduldig und freundlich, sie ist nicht verbissen, sie kennt keinen Neid, sie prahlt nicht, schaut nicht auf andere herab. Die Liebe verletzt nicht den Anstand, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie lässt sich nicht reizen und ist nicht nachtragend. Sie freut sich nicht am Unrecht, sondern freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Liebe nimmt alles auf sich und sie verliert nie den Glauben oder die Hoffnung und sie hält durch bis zum Ende. Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, das sind Worte aus dem 1. Korintherbrief, dem 13. Kapitel. Und passend dazu gibt es dann auch im Neuen Testament natürlich viele, viele Stellen, wo es darum geht, wie sehr uns Gott im Leben beschenkt, auch mit Liebe. Beschenkt mit Liebe, so ist auch der heutige Titel dieses Gottesdienstes, hat ein Stück weit etwas Doppeldeutiges. Zum einen meint es ja beschenkt mit Liebe, dass wir von Gott beschenkt sind, dass wir beschenkt wurden und beschenkt werden in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Aber beschenkt mit Liebe heißt natürlich auch so viel als Aufforderung an uns Menschen, dieses Gebot der Stunde, kann man sagen, auch immer wieder auszuüben. Beschenken wir einander mit Liebe. Seid liebevoller, werdet barmherziger, wie es Jesus selbst sagt in seinen Predigten oft genug, der es uns auch vorgelebt hat. Und heute ist vielleicht ein ganz guter Tag, der Valentinstag, der 14. Februar, um hier darüber nachzudenken, was das denn dann ganz konkret bedeutet. Als Predigtext möchte ich eine kurze Stelle aus dem Jakobusbrief, also dem Brief des Jakob, lesen, dem 1. Kapitel, da sind es die Verse 16 bis 19, da heißt es: Lasst euch nicht täuschen oder irre machen, meine geliebten Brüder und Schwestern. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben, vom Vater der Himmelslichter, bei dem es keine Veränderung und nicht die Spur eines Wandels gibt. Aus freiem Willen hat er uns geboren durch das Wort der Wahrheit, damit wir gleichsam die Erstlinge seiner Schöpfung seien. Ihr wisst es doch, meine geliebten Brüder und Schwestern, jeder Mensch soll schnell sein im Hinhören, langsam aber im Reden und erst recht langsam, wenn er zornig ist. Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, es ist nicht wichtig, was wir haben, sondern wen wir haben. Diese weisen Worte stammen von Winnie Pooh, dem Bären, also eigentlich von seinem Schöpfer, dem Kinderbuchautor Alan Alexander Milne. Winnie Pooh und Ferkel gehen Hand in Hand und sie schauen sich an. Und darüber steht, es ist nicht wichtig, was wir haben, sondern wen wir haben. Am letzten Freitag haben wir uns online über Computer und Handys mit den Konfirmandinnen und Konfirmanden, den Jugendlichen, auch dem Mitarbeiterteam getroffen und ich habe sie gefragt, womit kann man dir denn so eine richtige Freude machen und zeigen, dass man dich mag. Also jetzt Sie gefragt, wenn Sie überlegen, was ist es denn, das Ihnen wirklich dann ja ganz bewusst macht, da ist jemand, der mich wirklich kennt und mag und der mir etwas schenkt, worüber ich mich freue. Ich denke mir, im Gespräch zum Valentinstag bietet sich das doch mal an, darüber nachzudenken. Und ich war dann auch überrascht und sehr erfreut, dass alle, unabhängig davon, was der andere gesagt hat, gesagt haben, das schönste Geschenk ist eigentlich Zeit. Zeit, die man miteinander verbringt, also Quality Time, Qualitätszeit. Ein Mitarbeiter der Runde hat zwar gemeint, Kuchen. Ja, Kuchen hätte er gern, aber allein möchte er nicht essen, sondern auch eben mit jemandem gemeinsam, also auch hier, Zeit für Kuchen. Gemeinsam Zeit zu verbringen, ja, dass mir eine Freundin zuhört, dass jemand mit mir lacht, spielt, weint, turnt, spazieren geht, mehr braucht es vielleicht gar nicht, um mir zu zeigen, ich bin dem Menschen wichtig, ich bin geliebt. Und liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wenn man sich's überlegt, die Zeit ist ja wohl auch das größte Geschenk.
mit dem Gott uns jeden Tag beschenkt. Und wenn wir die mit lieben Menschen und die, die uns lieben und die wir lieben, verbringen dürfen, dann was gibt es Schöneres? Aber lassen wir uns nicht täuschen oder irre machen, schreibt Jakob in seinem Brief an uns. Vordergründig geht es nämlich nicht beim Schenken zum Valentinstag um Pralinen, nicht um Schokolade oder um ein teures Dinner oder Schmuck und Diamanten. Und der italienische Liedermacher Fabrizio De André hat mal so launisch gesungen: Aus Diamanten wächst gar nichts, aber aus Mist wachsen Blumen. Blumen sagen mehr als 1000 Worte. Nie werden mehr Blumen gekauft und verschenkt als zum Valentinstag. Vielleicht Blumen sagen mehr als Worte, ein Satz, den ein Ehemann erfunden hat. Denn es ist auf jeden Fall weniger aufwendig, einen Strauß Blumen zu kaufen und zu verschenken, als einen Liebesbrief zu schreiben. Haben Sie das mal versucht? Und es ist gerade in angespannten Krisenzeiten wie jetzt, Lockdown, kleiner Lockdown, wie jetzt doch eine gute Übung, einmal ja das zu notieren. Mir womöglich noch in schönen Sätzen etwas zu überlegen, wem ich wofür dankbar bin. Der Valentinstag bietet sich an, als ein Tag, wo man die Freundschaft feiert. Wenn Sie es ganz konkret machen wollen, überlegen Sie sich nur 4 Antworten auf diese Frage. Warum ist mir dieser Mensch ganz besonders wichtig? Warum liebe ich ihn oder sie? Es ist eine Übung im positiven Denken. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben, dem Vater der Himmelslichter, so heißt es im Jakobsbrief. Und wir Menschen brauchen auch immer wieder eine Dosis Liebe im Leben, so heißt es im Griechischen. Die Dosis Liebe. Von Zeit zu Zeit, da tut's einfach gut und fühlt sich einfach besser an, wenn mir klar wird, ich werde und ich bin geliebt. Das kennen wir doch alle. Ohne Liebe lebt es sich natürlich auch. Aber eben anders, manchmal grau und mau, trostlos und triest. Und klar klingt das jetzt, ja, wie bei einer Hochzeit, ein wenig pathetisch. Aber Schlager sind meistens nun mal Schnulzen und Liebeslieder nicht selten peinlich. Also lassen Sie uns etwas über Liebe sagen. Und wer soll uns das besser erzählen können und erklären und buchstabieren, als jemand, der sich sehr viel Gedanken dazu gemacht hat, nämlich Paulus. Paulus hat versucht, im Sinne von Jesus Christus, ganz so, wie er ihn verstanden hat, ja, zu sagen, was er über die Liebe sagen möchte. Und anscheinend hat er ins Schwarze getroffen, denn viele Liebespaare heute wählen sich seinen Text aus, das Hohelied der Liebe im Brief an die Korinther. Da wird in wenigen Worten zusammengefasst, wie Liebe einen Menschen verändert. Und das tut sie doch, wenn wir ganz ehrlich sind, die Sprache der Liebe allein, so sagt Paulus, ist die vollkommenste, die wahrhaftigste Sprache, die wir uns denken können, besser noch als die Englischsprache. Und ein dröhnender Gong, ein lärmendes Becken, eine Geige, die spielt, ein Streichorchester, ja, nichts kann die Stimme, den Klang der Liebe übertreffen, sagt Paulus. Nichts bewegt so sehr wie ein, ja, liebevolles Wort, ein liebevoller Blick, eine zärtliche Berührung. Vieles zu wissen, vieles zu können, und selbst die Fähigkeit, Berge zu versetzen, ist nicht so erfüllend wie das Gefühl, geliebt zu sein und zu lieben. Und selbst die größten Anstrengungen, meint Paulus im Leben, ja, die Errungenschaften in der Technik, in der Medizin, in der Kunst, in der Kultur, sind alle wichtig, aber alle sind sie leer im Vergleich zu einem Funken Liebe. Nun ja, natürlich, es muss nicht immer harmonisch zugehen und wird es auch nicht und tut es auch nicht. Und die weißen Wolken und Plüsch und Plunder und die salbungsvollen Worte und das Süßholz raspeln, all das kann natürlich auch, ja, ein Vorwand sein, vorgespielt. Und Liebe entpuppt sich oft als falscher Hund, getarnt. Eine liebevolle Geste, ein Geschenk der Zuneigung, drückt nicht wirklich das aus, was es heißt, und entpuppt sich dann manchmal als leer, ungut gemeint und vielleicht hohl. Deshalb, Liebe ist nicht gleich Liebe. Und auch da, wenn man überlegt, wie merke ich denn dann, dass eine oder einer ernst mit mir meint, Paulus meint, hören wir auf unser Bauchgefühl. Als Menschen haben wir da
eigentlich einen ganz guten Anzeiger. Steckt da Liebe drin oder ist's bloß Fassade und Fahrt? Paulus möchte uns da wirklich den Mut machen, schau ruhig genau hin. Ja, bei allem, was du tust, bei allem, was du denkst oder womit du konfrontiert bist, frag dich einfach ganz ehrlich, steckt da ein Funken Liebe drin? Manchmal kann das vielleicht wehtun, enttäuschen, diese Frage zu stellen. Aber die Liebe, so sagt er, freut sich an der Wahrheit, niemals an der Lüge. Und die Frage, steckt da ein Funken Liebe drin? Ja, das ist eine ernst gemeinte Frage. Ein Merkmal von Liebe ist es, dass sie sich nie ungeduldig zeigt oder unfreundlich, so Paulus. Möchte man meinen, vielleicht hat er nie wirklich richtig geliebt, denn nichts ist ungeduldiger als ein Mensch, ja, der seine Geliebte sehen möchte. Aber Paulus meint hier die völlige Hingabe an einen anderen, an einen Dienst vielleicht sogar, dass man jemandem helfen möchte, ihn unterstützen. Ja, all das ist auch leer und triest, wenn nicht auch da ein Quäntchen Liebe drin ist. Also, man muss schon ehrlich schauen und ehrlich mit sich sein. Und wenn man sagt, Liebe ist das Fundament für alle meine Sorgen um meine Familie, meine Freunde, meine Mitmenschen, sie soll es sein, denn wenn ich es mit Verbissenheit nur tue, sozusagen als Gebot der Stunde, und dabei vielleicht respektlos werde, gereizt, nachtragend, laut, dann sollte ich einmal kurz in mich gehen und damit aufhören. Ich sollte einmal kurz innehalten, überlegen, wie kommt die Liebe wieder ins Tun? Paulus hat dafür diese schönen Worte, selbst wenn ich meinen Besitz an die Armen verschenke, wenn ich für meinen Glauben mein Leben opfere, und ich habe keine Liebe, dann nützt es mir gar nichts. Es geht ihm hier um die Einstellung, um die Haltung. Geht mir die Luft aus, dann geht mir die Liebe aus im Tun. Dann sollte ich innehalten, wieder den Fokus finden und bevor ich mich selbst zermürbe, immer liebloser, fahriger, lustloser werde, da sollte ich zuerst wieder die Liebesquellen suchen. Nun ja. Ihr wisst's doch, meine geliebten Schwestern und Brüder, schreibt er, jeder Mensch soll schnell sein im Hinhören und Hinschauen, im Wahrnehmen von Not und langsam im Reden. Also zuerst überlegen, bevor ich rede. Nicht reizen wollen, nicht beleidigen wollen, nicht vorschnell urteilen. Und dann, ja dann, soll ich auch langsam sein, wenn ich zornig werde und wütend. Schnell zum Hören, langsam zum Reden und noch langsamer zum Zorn. So lässt es sich zusammenfassen. Johannes Calvin, der Reformator der Reformierten, hat in Genf ein Briefsiegel gehabt. Dieses Briefsiegel ist nicht nur einfach ein Adressaufkleber oder der Stempel eines Absenders, den er auf die Briefe und auf seine Schreiben draufgegeben hat. Dieses Briefsiegel zeigt in einem Bild, wie Calvin hier das Fundament seines Glaubens sieht. Und auch das hat etwas mit Liebe zu tun und eigentlich mit Valentinstag. Man sieht auf diesem Siegel links und rechts zwei Initialen, nämlich J, J und C. Für Johannes Calvin oder auch für Jesus Christus. Auf dem Hintergrund zwischen den beiden Initialen sieht man eine Hand abgebildet und diese Hand hält zwischen dem Daumen und der Handfläche ein Herz. Es sieht so aus, als würde jemand ein Herz verschenken. Und Calvins Lebensmotto drückt sich da aus. Es heißt nämlich, so schreibt er selbst, mein Herz bringe ich dir, Herr, bereit und aufrichtig dar. Mein Herz bringe ich dir, Herr, bereit und aufrichtig dar. Meine Liebe bringe ich dir dar und was auch kommt, so will ich dich lieben. Er hat wirklich in seinem Leben immer wieder davon gesprochen, dass die Spuren echter Liebe eben auch immer die Spuren Gottes sind. Nun ja, der Pfarrer und Schriftsteller einige Jahrhundert später, Kurt Marti, der in diesem Jahr 100 Jahre geworden wäre, hat es dann in einem Gedicht so wunderbar formuliert: Und wenn ein Gott ist, dann stelle ich ihn mir als Liebhaber vor, denn wo die Lieb erwachet, stirbt das Ich, der dunkle Despot. Und Zärtlichkeit krönt wahren Triumph. Oder
Wie Winnie Pooh auf die Frage von Ferkel antwortet: Es ist mit der Liebe eben leicht und doch kompliziert. Wenn Ferkel fragt: Puh, wie buchstabiert man Liebe? Und Puh sagt: Man buchstabiert sie nicht, man fühlt sie. Lieber Gott, meine Zeit liegt in deinen Händen. Du hast sie begonnen und du wirst sie beenden. Lieber Gott, du warst bei mir an all meinen Tagen und du bist die Antwort auf all meine Fragen. Gott, du bist mir im Zweifel die Zuversicht. Du spendest im Dunkel mir liebendes Licht. Gott, du bist das Wort in meinen Gedanken. Du öffnest der Liebe jegliche Schranken. Du bist der Sinn in allem Sein. Und du wirst mich rufen und ich werde kehren heim. Amen. Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich hoffe, Sie haben in der kommenden Woche und den kommenden Tagen eine gute Zeit und auch Zeit, sich über die Liebe, das Geliebtsein und das liebevolle Miteinander ein bisschen in Gedanken zu machen. Das war Pfarrer Harald Kluge aus der reformierten Stadtkirche in Wien in der Dorotheergasse 16. Und es würde mich freuen, entweder am Sonntag um 10 Uhr in der Kirche Sie live bei uns begrüßen zu dürfen. Nächste Woche am 21. Februar wird Pfarrerin Reka Juhas Gottesdienst hier haben. Und gleichzeitig wird dann auch der Kindergottesdienst stattfinden. Wieder unserer Gemeinde eine Einladung an alle am 21. Februar um 10 Uhr hinter dem Lusthaus im Prater werden wir einen, ja, wenn das Wetter erlaubt, Kindergottesdienst im Freien machen. Und nun wünsche ich Ihnen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, alles Gute und Gottes Segen. Gott segne Sie und Gott behüte Sie. Gott lasse sein Antlitz leuchten über Ihnen und sei Ihnen gnädig. Gott erhebe sein Angesicht über Ihnen und schenke Ihnen Frieden. Amen. Das wünsche ich Ihnen. Ihr Harald Kluge.